Herzlich willkommen, da bin ich wieder. Heute wollte ich mal was probieren. Ich wollte euch mal Paladins vorstellen. Der eine oder andere wird davon gehört haben. Das ist so eine Art, ja, so eine Art kann man fast sagen, Overwatch-Klon auf Free-to-Play-Basis. Gar nicht mal so schlecht, aber das Free-to-Play, das liegt mir manchmal ein bisschen im Magen. Ich erkläre mal euch mal rum. Wir versuchen erstmal ein Spiel. So, Wettkampf, soweit bin ich nur noch nicht. Ganz normale Quests. Trainings muss man am Anfang machen. Eigentlich habe ich schon was aufgenommen gehabt, wo ich meine erste Runde aufnehmen wollte. Das habe ich aber bei OBS gemacht. Oben Broadcast. Dingstar, Bumstar, Service, glaube ich. Aber da war ich mit der Qualität nicht ganz so zufrieden. Deswegen habe ich das jetzt wieder über Elgato gemacht. Ich fange jetzt einfach mal an. Also erstmal Menüs sind übersichtlich, wie es sich gehört für in Free-to-Play. Muss man jedes Mal Match beitreten noch machen, wenn man es verpasst, muss man auf die nächste Runde warten, das ist genauso toll. Eine Sache finde ich gut, anders wie bei Overwatch kann jeder Held in jedem Team nur einmal genommen werden. Was wiederum aber sehr schade sein kann, wenn man, wie ich, ein Anfänger im Spiel ist, muss man sich ganz schnell beeilen, um einen anderen zu nehmen als sonst, weil die guten sind meistens weg. Und da, man weiß am Anfang nicht, welcher Charakter eben liegt und welcher nicht. Ach, schön. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Das Matchmaking, das könnte auch ein bisschen besser sein, wie man sieht. Er sucht weiter. Also wie gesagt, da muss man sich schon mal ranhalten und gucken, welchen man nimmt, dass man einen anderen nimmt und dann nimmt man den und dann ist es scheiße. Man kann das im Spiel selber dann nicht mehr wechseln. Hier hat man die Champions. Überall, wo eine Age steht oder eine 2, habe ich schon... Ach, die habe ich mir so freigeschaltet. Habe ich schon Erfahrung gesammelt. Da steigt man auf, kann sich dann solche Upgrades holen, auch im Spiel. Ach, das ist ja wieder toll. Ich werde mal so eine Truhe öffnen, wie man es ja kennt. So oben sieht man so eine Art Kristalle und Geld. Und man kann Geld natürlich auch kaufen. Oder die Kristalle, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, um weitere Helden freizuschalten. Man kann sie auch alle selber freischalten, ohne was. Jetzt muss ich mich. Ich nehme jetzt hier Baumkrone. Ich nehme jetzt den. Hier kann man nur. Selbst die Charaktere sind ziemlich gelohnt, das muss man sagen. Hat ungefähr dieselbe. Ich habe jetzt keine Ahnung, Overwatch habe ich jetzt so viel gespielt. Aber ich habe so viel gespielt, dass ich sehe, das ist auch ein Klon. Mehr oder weniger. So, die Waffe zum Beispiel könnte ich freischalten mit 4750 Talern oder diesen 50 Kristallen. Wenn man das bei jedem macht, nur bei Waffe wegen, genauso geht es mit Rüstung. Also wie man es kennt, dass man bei Overwatch eigentlich ordentlich selber freispielen kann. Das geht hier nicht. Dann ist aber das Problem, also ich weiß nicht, wie viele Maps es gibt, aber ich hatte bis jetzt 3 oder 4. Da kann man sich Decks auswählen, habe ich auch noch nicht mehr freigeschalten als das Originale. Grafisch ist das jetzt nicht so hässlich. Es ist nicht so anspruchsvoll. Hier kann ich Gegenstände kaufen. Sozusagen Boost. Kann man halt gucken. Verteidigung, Unterstützung, Heilung und Angriff. Was besser ist, ich nehme meistens ganz gerne Zerstörer, wenn mal jemand mit Schild rumrennt. Die Credits verdient man auch im Spiel. Die stehen hier, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ach, unten. Unten rechts bei meiner Health-Anzeige. Also ich habe normale Schießen. Ohne Tor, wie es aussieht. Dann ein Sekundäres, das ist bei dem auch ein Schild. Dann aus dem Ort. Es geht dann immer los, dass man hinreitet, damit es nicht ganz so lange dauert. So, das ist ein Modus, da muss man. Oh, jetzt habe ich. Ich dachte, es. Oh, Handgranate habe ich einen Ort. Na gut, hier ist es ein Schütz. Erstes Blut, aber bestimmte von mir. Oh. Ah, das ist F, das ist so, wer eben anders ist und Ort schnell. Oh. Ah. Das ist bei jedem anders ist so ein bisschen schneller. Eine rennt schneller, andere kann höher springen. Das ist von Charakter zu Charakter anders. Also ich bin nicht so toll in dem Spiel. Ich, wie gesagt, ich kenne die Helden kaum. Man hat so wenig Chancen, ihn mal auszuprobieren. So. In der Mitte habe ich noch so eine Spezialfähigkeit. Die wird oft geladen, wenn ich. Ach, ich denke jedes Mal. Normalerweise ist das eine Handgranate, bei dem ist halt ein Schütze. Oh.
Geh du. Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Ja. Eve ist sehr mobil. Ja, die ist eh, genau. Sehr zum Kreuzen. Die muss man auch freischalten. Wo habe ich die schon freigeschalten? Kann ich schon was kaufen? Ich könnte Belastbarkeit kaufen. Aber ich spare lieber auf. Man kann natürlich jedes Zusatz, jedes Perk, nenne ich es jetzt einfach mal aus Call of Duty Zeit noch. Ich dachte, da kommt wieder eine Ecke hier. Ist natürlich unpraktisch, dass ich jetzt eine Shotgun habe. Oh, Ziel verloren. Also hier hat man den Punkt. Den muss man einnehmen und dann hat man hier so eine Korre, die man vor sich her treiben muss. Und die Korre treibt halt erst mal an, wenn man den Punkt eingenommen hat. Oh, ich habe ihn gekillt. Man kriegt quasi höchstens 2 Punkte pro Runde. Ups. Wenn man den Punkt einnimmt in der Mitte und die Korre freischaltet. Oder der zweite Punkt wäre dann, wenn man stirbt. Ne, zweite Punkt wäre dann, wenn man die Korre als Ziel gebracht hat, ein Gegner. Ach, der schießt durch. Der Text sagt. Ich will spawnen, 3 Sekunden. Den späten Modi, den habe ich jetzt schreckbar im Kopf, weil der ist auch eher langweilig. Reduzierte Heilung habe ich hier noch. Ich habe eher 80. Ich weiß ja nicht mal, was mein Super ist dann damit, was ich mit E. Habe ich keine Ahnung. Habe ich jetzt. Ich bin immer noch. Lass mich, du Pisser. Den finde ich ein bisschen overpowered, den Vogel. Und mit der habe ich selber schon viel gespielt. Ich finde ihn trotzdem overpowered. Dadurch, dass er nur eine Nahkampfwaffe hat. Denkst du, du schießt mit. Ach. Ja, das ist unser Punkt, den wir beschützen müssen, dass die Korne hinkommt. Jetzt gucken wir mal, was er hat. Ach, eine stärkere. Es nimmt halt nichts ab. Also, den Charakter, ne. Man hat das Gefühl, man kann ja noch verschiedene Waffen kaufen, wenn man die Originalen am Anfang hat. Dann kann man das auch getrost in die Tonne treten. Hab ich zumindest so das Gefühl. Ja, es ist eine Zeitbegrenzung, aber. Oh, ich habe ihn gefüllt. Trottel. Nein. Wir müssen es halt im Laufe der Zeit. Ah, ich hab's nicht geschafft. Wie gesagt, das macht jetzt eine. Also es hat die ersten Runden halt Spaß gemacht gehabt, aber man hatte halt nie so die Auswahl zwischen den Helden. Man muss sie entweder freischalten. Machen wir's. Ach, fickt euch doch. Ich muss mir erst wieder rein gewöhnen mit Maus und das zu spielen. Das muss man auch. Careful, I fight back. Ach hallo. 40 Sekunden sind auch, also in 50 Sekunden war es dauert, das ist ein bisschen sehr übertrieben. So, ab aufs Pferd. So, versuchen wir den Punkt nochmal einzunehmen. Das ist, wenn ich drauf pulle. Ja, da hat halt diesen Trotz. Ach, da hat den Victor, ja. Ja, weiter geht's. Also wie gesagt, also Overwatch, ich habe das jetzt noch ganz so viel gespielt, wie ihr alle wisst, aber. Ich finde das hier nicht so. Here it comes!
So. Oh, jetzt haben wir es. Ein Schild. Oh. Ich hab den total falschen gewählt. Da sind die mit Bogenschießen schon besser dran. Als wenn ich nur drauf wusste. Kommt zumindest so vor. So, da oben hat man die Leiste. Das ist mehr oder weniger eigentlich nur. Hier, ich nehme dir nichts ab. Das ist so sinnlos. Ach. Und das ist natürlich ein viel härteres dazu in Bombardement der Victor. Finde ich persönlich. Oh, eine Dreiersträhne. Ich bin aber trotzdem gleich tot. Schade. Ach, mich heilt ihr noch. Das geht doch ganz gut. Gibt es Handgranaten, die heilen? Das finde ich. Mal so unpraktisch. Wie gesagt, oben hat man die Zeit, wenn man in der Nähe von der. Ach, das ist super so blöde, da tut irgendwie, als wenn er nach oben irgendwo hinfällt, oder? Oh, ich habe mehr gekillt als getode. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Call of Duty Junkies sagen wir und ich habe eine positive KD. Oh. Du Bitch, komm her. Wisst ihr? Oh, reduzierte Heilung, ja. Ich finde es ziemlich schnell, langsam kann ich ja nur so wirklich. Na komm, Rucksack. Und da ist es ja der Scheiß. Schrotflinte und die nimmt nichts ab. Schieben fehlgeschlagen. Somit haben die ihren Punkt gekriegt. Der zweite Modi war glaube ich nur. Eigentlich nur Punkte einnehmen. Oder nur Korre schieben. Also boah, ungefähr dasselbe. Wie gesagt, es ist kostenlos das Spiel. Man kann sich's mal reinziehen. Einmal ist eh eine Runde. Mal gucken. Point spawning in 15 seconds. Wie gesagt, man hat halt immer das Gefühl, dass man keine Chance hat. Dass man keine Chance hat, wenn man den falschen Charakter gewählt hat. Ist es so, dass das Balancing komplett geil ist, dass man mit jedem Charakter irgendwas reisen könnte? Das Ding, was der hier Schrotflinte nennt, das ist ja. Oh, hat ja wohl lange gehalten. Man hat ja auch keine richtige. Hier, das ist einfach nur weg. Ach ne, da heilt noch ein bisschen, aber trotzdem ist das lachhaft. Komm ihn her. Eve die Bitch, ne? Ich glaub schon. Oh. Also normalerweise sind ja Schrotflinten voll meine Waffe, aber irgendwie. Na komm, du Drecksack. Also wenn die jetzt schaffen, dass wir es nur einnehmen können, haben wir verloren, weil die gehen ja fürs dran hin. Oh, ich hab falsche Taste. Die gehen ja fürs dran hin und gehen ja auch massig Punkte. Zum Glück sind die Maps nicht ganz so groß und man kommt mit dem Pferd ziemlich schnell hin.
finest work! Pfeil und Bogen, ne? Ja, ne, die. Ich müsste mir mit den Kunden halt eine neue Waffe kaufen, damit ich ein bisschen mehr. Das ist ja nur Wasserpistole, das Ding. Wenn man gerade einen Headshot macht, wenn man sie genau anlegt, ist einfach nur zum Kotzen. Ne, und jetzt haut er ja noch so einen Kanonenschlag auf. Ach, hier, ja, hab ich dich. Da kann sich verdoppeln. Ach, kommt irgendwann hoch hier runter. Na komm. Ich will mal einen Super wenigstens nochmal haben. Oh ja, Sniper Bitch. So eine Sau. Also wie ihr seht, also wer schon mal Overwatch gespielt hat, da wird ja ziemlich viele Parallelen in den Charakteren, in den Helden sehen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oh, jetzt sind die alle weg hier oder was? Oh, man kann sich das 7 fehlgeschlagen, somit haben wir verloren. Ah, ne. Ich dachte, die kriegen einen Punkt fürs Verteidigen. Verstehe ich jetzt nicht. Na, jetzt haben wir wenigstens noch die Chance, wenn wir das jetzt hier reißen, dann haben wir es gerissen. Ja. Flächenangriff ist natürlich Moralschub. Meisterreiter, wie klappt eigentlich? Das ist ein bisschen schneller. Tat andauernd ein Schild, dann ist das nicht ganz schlecht, wie ich das auf Level. Ich kann nur noch was gucken. Soll man eine verschwenden? Ja, der Meinung bin ich auch. I will not die. Not yet. Der Typ hat sein Super gezündet. Oh, da hat einer. Das ist irgendein Charakter. Ich habe den schon gespielt, aber wie gesagt, ich habe mir das jetzt nicht so gemerkt. Das alles jetzt so spannend. Hat auch Granaten, die heilen. Finde ich persönlich ziemlich geil. Na los, die Säcke. Ja, überhaupt. Ich würde halt so ein richtiges Ding runterrotzen, das ist ziemlich overpowered, wie man sieht. Da oben sieht man übrigens die Balken, wie weit es dran ist. Jetzt haben die da gewonnen. Die haben gewonnen. Gut. Schade. Also wie gesagt, das Spiel macht mal ein bisschen Spaß, aber das ist am Anfang wie bei jedem Free-to-Play-Spiel halt so dermaßen schlecht ausbalanciert das Ganze. Ich glaube, da müsste man schon ein bisschen mehr Zeit reinbuddern. Was ich persönlich nicht machen werde, denke ich mal. Ich habe zwar ein paar Stündchen schon drinnen versenkt, aber... Na, das war jetzt nicht ganz schlecht, aber es ist halt auch total overpowered. Man sieht ja den Wirkungskreis, genau der Mittelpunkt, wo alle drinnen standen. Aber naja. Also, wer Overwatch hat, da braucht sich das nicht angucken. Wer Overwatch nicht hat, kann sich es angucken, aber sollte sich vielleicht für Overwatch entscheiden. So, das war's erstmal von mir. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Wenn ihr wollt, dass ich das mal versagend spiele, dann könnt ihr das ja irgendwie mir schreiben oder in die Kommentare posten. Ich lasse es erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.